Hallo Leute, es sind wieder Glitches unterwegs. Natürlich nach dem Update, da suchen wieder alle nach Glitches und es wurden wieder zwei gefunden. Ich bringe hier einen und das ist ein Duplikationsglitch und der andere ist ein Passivmodus-Glitch, wo man wieder einen Freund braucht und den mache ich halt nicht. Ich zeige euch jetzt mal den Duplikationsglitch und dazu braucht man am besten einen Puma oder einen Panther. Am besten drei Sterne und das Ganze müsst ihr dann nach Valentine bringen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, wenn ihr jetzt zur Zeit Schnellreise macht, dann versaut euch die Schnellreise die drei Sterne. Ihr kommt nach der Schnellreise raus und habt nur noch einen Stern. Das ist wieder so ein kleiner Bug. Der muss erstmal beseitigt werden, aber bis das beseitigt ist, müsst ihr so zum Beispiel hier von Blackwater, müsst ihr nach Valentine reiten, weil das funktioniert nämlich jetzt zurzeit nur in Valentine, so wie das ausschaut. Im Valentine müsst ihr in den Stall reinreiten und bei der Animation, wenn ihr in den Stall reinreitet, müsst ihr eine Mission unter Fortschritt, eine Story-Mission, müsst ihr nochmal wiederholen. Also auf Viereck gehen und wiederholen. Das muss man ein bisschen üben. Das ist gar nicht so einfach. Ich musste das Welcome. wirklich mehrmals üben. Ich bin mehrmals in den Stall reingeritten. Und wenn die Animation losgeht, dann sollte man schon in dem Menü vom Fortschritt sein und die Mission neu starten. Sie hat nur eine Mission gemacht, weil ich habe ja so viele Accounts und die machen nicht alle Missionen jetzt. Also deswegen, sie hat nur eine Mission. Es langt aber eine Mission. Ihr braucht nur eine Mission. Das war hier der erste Versuch. Der hat nicht funktioniert. Sie kommt dann wieder aus dem Stall raus mit dem Puma hinten drauf. Ist kein Thema. Und dann nochmal neu versuchen. Also wenn die Stallanimation losgeht, solltet ihr schon im Menü vom Fortschritt sein. Und dann die Mission wiederholen. Das ist jetzt hier, glaube ich, auch zu langsam. Das wird nicht funktionieren. Und jetzt, wenn die Animation losgeht, da solltet ihr dann schon im Menü vom Fortschritt sein und dann die Mission wiederholen mit Vierecktaste. Das hat wieder nicht funktioniert. Also hier, da muss sie dann rein. Und jetzt probieren wir es nochmal. Ein bisschen mit Schwung vielleicht. Und wenn sie beim Reinreiten ist, schnell in das Menü gehen bei Fortschritt. Mission wiederholen. Jetzt hat sie die richtige Geschwindigkeit. So, jetzt runter zum Fortschritt. Die Animation läuft vom Stall. Und die Mission neu starten. Viereck-Taste. Jetzt läuft es. Und jetzt müsst ihr 2 Sekunden warten. Und dann drückt ihr gleichzeitig die linke Pfeiltaste und X. Und dann müsste das passieren. Seht ihr das? Das sieht alles ein bisschen komisch aus. Und jetzt kommt sie ohne Kadaver aus dem Stall raus. Und jetzt müsst ihr eins machen. Ihr müsst euer Pferd rufen. Dann kommt nämlich das Pferd mit Kadaver. Ihr habt jetzt sozusagen zweimal das gleiche Pferd. Ihr müsst jetzt das Pferd wechseln. Ihr steigt auf das Pferd mit dem Kadaver und ihr seht, im Stall liegt der Puma. Jetzt habt ihr schon 2. Das war der ganze Duplikationsglitch. Ihr müsst jetzt nur noch zu Fuß in den Stall reingehen. Dann fällt nämlich der Puma vom Pferd runter. Das werdet ihr gleich sehen. Sie geht jetzt in den Stall hinein. Zu Fuß. Das Pferd bleibt draußen. Ab in den Stall und dann geht wieder die Animation los und ihr seht, wie der Puma jetzt vom Pferd gelöst wird sozusagen. Und wenn ihr beim Stallmeister seid, geht ihr sofort wieder raus. Der Puma fällt runter und ihr reitet raus mit einem Puma hinten drauf. Draußen liegt ein Puma und im Stall liegt auch ein Puma. Sozusagen sind es jetzt 3. Und das ist ja der Rettet Online-Kanal und ich mache euch nichts vor. Das Verkaufen hat dann nicht so funktioniert, wie ich mir das dachte. Dann muss es dann noch einen anderen Trick geben, weil sie steht hier vorm Schlachter und will den einen Kadaver verkaufen. Da hat sie noch das ganze Zeug vom Bären dabei. Das ist aber nicht das, was vom Puma ist. Das hatte jetzt mal nicht so funktioniert.
Sie kann jetzt den Puma zerlegen, häuten, ist kein Thema. Aber das hat auch nicht so funktioniert. Also das Verkaufen sollte man dann noch irgendwie üben, wie das funktioniert. Also ich mache euch da nichts vor. So, aufs Erste hat das mal mit dem Duplizieren funktioniert, aber das Kaufen, Verkaufen hat nicht funktioniert. Also sie hat jetzt zwar das Fell und das Fleisch, kann sie verkaufen, aber der Kadaver, der liegt immer noch da. Und das war, ich habe doch Schnellreise gemacht, das war jetzt ein Ein-Sterne-Puma, deswegen, weil bei mir muss immer schnell gehen. Der Drei-Sterne-Puma hat sich dann in ein Ein-Sterne-Puma verwandelt. Aber egal, zum Demonstrieren reicht das genauso. Ob das jetzt 13 Dollar noch was bringt oder so, ist ja egal. Jedenfalls, wenn ihr den Glitch macht, und das muss jeder selbst wissen, und ihr seid alle über 18, da hat man schon genug Entscheidungsfreiheit, um sich zu entscheiden, mache ich den Glitch oder mache ich den nicht. Probiert das aus, wie ihr das Fleisch und den Puma und den Kadaver verkaufen könnt. Ihr könnt duplizieren, aber mit dem Verkaufen, sage ich euch ganz ehrlich, habe ich es noch nicht hingebracht. Und wie immer, wer will, kann es in die Kommentare reinschreiben, wenn er da den Trick raus hat. Aber wie ihr seht, die Warnung. Glitchen ist so eine Sache, muss sich jeder entscheiden. Und wie gesagt, ihr seid alle über 18 und ihr müsst das selbst wissen. Und ich schreibe euch da nichts vor. Ich sage euch, wie es geht. Und wer es macht, der macht's. Wer es nicht will, der macht's nicht. Und probiert's aus. Ciao. Darf ich ja nicht vergessen.